Es ist Zeit für den Rest, es ist Zeit für ein bisschen Backtracking und ich befinde mich hier noch bei meinem tollen Farmpunkt. Ich habe jetzt nämlich mittlerweile wieder 50.000 glänzende Objekte gesammelt. Willkommen zurück hier zu SpongeBob Schlacht im Bikini Bottom. Und ich würde erstmal anfangen mit den drei Pfannenwändern, die noch so fehlen. Nämlich zum Beispiel mit diesem hier. So, los geht's. Ich habe mir aufgeschrieben, wo es die drei geben sollte. Und bei den Socken wird es ein bisschen schwieriger. Dazu will ich aber auch sagen, ich würde die Quallenfelder gerne nochmal selber durchsuchen, weil es war halt das erste Level und ich weiß nicht, ich würde es tatsächlich einfach erst gerne nochmal selber versuchen und deswegen tue ich das dann auch. Erstmal mache ich dann aber das, was ich bisher so weiß und vermute, und die Lenkseifenblase brauchen wir jetzt hier. Dieses Ding ist ein Schalter, wurde mir geschrieben. Das war ein bisschen fail. Ich glaube, man sollte auch tatsächlich eher andersrum fliegen, deswegen tue ich das mal. Und angeblich ist die Socke, also mir fehlt hier ein Pfannenwender und eine Socke in dieser Welt. Und angeblich soll die Socke an der gleichen Stelle sein wie der Pfannenwender. Und mir wurde auch geschrieben, dass ich das Handy brauche. Ich gehe also stark davon aus, wenn wir den... Ich sterbe erstmal schön. Ich gehe also davon aus, wenn wir den Schalter drücken, dass da diese Punkte fürs Handy kommen werden. Ich will den jetzt nicht unbedingt töten. Nachkommen hier. Du wolltest es nicht anders. Ja, dann kommen wir vielleicht zur Socke und zum Gedöns. Ich weiß es nicht. Zum Pfannenwender. Finden wir es heraus. Da ist er. Zack. Oder wir haben eine Plattform. Ja, auch okay. Kommt die jetzt hier lang oder auf der anderen Seite? Oder beides? Sah eher aus, als kämen die hier rum, oder? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ist halt ein weiter Weg, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier warten soll, oder... Da scheint nichts zu kommen. Ja gut, dann gehe ich wieder auf die andere Seite und hoffe, dass die Plattform da ist. Wir können ja hier auch schön durchlaufen, das hätte ich mir auch mal früher... überlegen können. Hätte ich nicht außen rumlaufen müssen, aber macht ja nichts. Da ist die Plattform. Und ich hoffe, dass da links jetzt einfach... Ach, okay. Okay. Jetzt sehe ich. Okay. Die haben das quasi so... Ja, das macht doch nur Sinn, wenn beides hier ist, macht das Sinn, dass sie das so gemacht haben. Dann hat man quasi ganz easy den goldenen Pfannenwender und wenn man Bock hat, noch weiterzumachen mit Sandy, kommt man zur Socke. Das wäre jetzt das, was ich mir jetzt hier denke, das wäre auch logisch. Ach, ich dachte, die fährt. Die sah so aus, als... Ja doch, die bewegt sich auch. Okay. Das hat einfach nur ewig gedauert, bis sie losfährt. Bitte wieder zurück. Keine Ahnung, ob mein Sprung das jetzt ausgelöst hat. Ich glaube nicht. Und da haben wir den goldenen Pfannenwender. Wunderbar. Bitte nicht wegbewegen. Ich glaube, die bewegt sich, oder? Oder war das so die Kamera? Oh, ich komme auf jeden Fall dran. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, hahaha. Genau, sowas habe ich mir nämlich gedacht, dass man da links irgendwie in eine Nische kann und dann passt das. Wunderbar. Und hier können wir noch die vierte aufmachen. Und dann sind alle Türen offen und ja, wir haben alles in der Innenstadt von Bikini Bottom. Wunderbar. Wie gesagt, Quallenfelder möchte ich mir offen halten. Ich will jetzt aber eh erstmal die Pfannenwände abhaken. Fehlen also noch zwei, weil den anderen bekommen wir ja durch die Socken dann. Dann geht's in der Gulagune weiter. Da wurde mir auch geschrieben, was ich da zu tun habe. Also zumindest, wie ich da rankomme an die Mission. Weil ich habe die Mission ja noch nicht mal, sonst wäre der Pfannenwender einfach nur Silber. Das war blöd, die zu laden. Ich würde dann doch ganz gerne diese Mission hier laden. Es müsste nämlich relativ am Anfang sein, bei der ersten Bushaltestelle. War das? Ich glaube, das war die erste. Genau, hier will ich hin. Da vorne müsste die Bushaltestelle sein. Dann brauchen wir einmal den Patchwake. Und dann müssten da Tikis sein. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Vielleicht war die Stelle auch doch woanders. War die weiter da hinten? Nee, da vorne ist die Haltestelle. Das müsste, glaube ich, hier irgendwo. Also, es gab auf jeden Fall noch einen Ort. Da war so eine Erhöhung. Auch mit einem glänzenden Objekt und einem Speicherpunkt drauf, wo ich nicht wusste, wie ich da dran komme. Und ich glaube, da bin ich auch nie dran gekommen. Also ich habe das dann komplett vergessen. Ja, aber das wird dann wahrscheinlich nicht die Haltestelle hier sein, oder? Ah, ich glaube nicht.
Dann will ich doch noch mal gerade das. Warum landet er immer wieder hier? Ich versuche dann doch noch mal von dem hier zurückzugehen, ob das vielleicht die Stelle ist. Ich will mir so wenig Aufwand wie möglich machen hier. Da oben ist es, ja. Da ist es auf jeden Fall. Da ist die Muschel. 2200 brauchen wir noch. Also, ich habe jetzt extra ein bisschen mehr gefarmt. Ihr seht ja 50.000. Das heißt, ich habe quasi 10.000 mehr, als ich noch bräuchte, weil ich brauche noch 40.000 für das Kino. Hab mir aber halt schon gedacht, vielleicht gibt es hier noch irgendwie so Socken oder Pfannenwender sogar, wo wir wirklich die Muschel bezahlen müssen. In dem Fall ist es schon mal so. Genau die Haltestelle hatte ich im Kopf. So. Und hier müssen wir auch tatsächlich mal zu Patrick wechseln. Ich glaube, sonst hat die Bushaltestelle auch gar keinen Sinn. Vielleicht habe ich mich darüber auch schon gewundert. Diese Tickets hier muss ich mich einfach nehmen und da drüben einmal hinstapeln. Dann komme ich da nämlich auch hoch. Ja. Hätte ich die Stelle gewusst, aber nicht, wie ich da hochkomme, wäre ich wahrscheinlich auch selber drauf gekommen, aber ja. Ich habe die Stelle halt einfach komplett vergessen und die Muschel habe ich auch noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und hier gibt es jetzt also irgendwas zu erledigen. Da sehen wir auch schon. Ach nee, das ist das einfach nur. Okay. Ich dachte, dieses Feuer wäre das Glänzen des Pfannenwenders, ist aber nicht so. Wir müssen jetzt den Schalter abwerfen und springen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Auch getimed. Ich meine, ich habe jetzt ja schon SpongeBobs Traum erledigt. Und Thaddäus Traum war ja jetzt nicht gerade ungefährlich, was Springen angeht. Also sollten wir das eigentlich drauf haben. Auch wenn ich da eben nicht mit Patrick gesprungen bin, sondern mit SpongeBob. Mit dem ich mich auch immer noch ein bisschen retten kann. Ich habe noch nie so perfekt gleitende Luftmatratzen gesehen. Oh mein Gott, war das knapp. Bei der letzten so, ne? So richtig Tsunami-Style von Crash 4. Ganz am Ende sterben, weil der letzte Sprung der fieseste ist. Okay. Ich habe es tatsächlich geschafft, ohne. Das finde ich gut. So, Hula Hoon ist auch fertig. Ja, das wird jetzt hier so ein kleines Durchwaschen mit den Funwändern zumindest. Ja. Da würde ich mich am liebsten. Ich nehme doch dann den Story. Also ich will ganz zum Anfang. Ich finde es immer doof, dass der Story-Fun, wenn er nicht immer direkt der erste ist. Also das hier zum Beispiel, das ist der dritte. Ja, ich will nicht mit dir reden. Das finde ich ein bisschen blöd. Na gut. Hier könnte es sein, dass wir jetzt ein bisschen laufen müssen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht einen Funwender gibt, der ein bisschen näher ist, aber egal. Ich nehme jetzt den hier. Also ich laufe jetzt einfach nur den ganzen Weg. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob das überhaupt der ist, den ich hier jetzt versuche zu holen. Was war das denn? Die haben jetzt aber nicht irgendwie andere Dialoge mittlerweile, oder? Glaube ich nicht. Ich kann mich nur einfach nicht dran erinnern. Ach so, stimmt, das ging nicht. Wenn, dann muss ich schon die hier nehmen. Tschüss. Und warum sollte ich das nicht tun? Wenn ich sie doch habe. Dann muss ich mich nicht blöd dahinschleichen und ihn kaputt machen, sondern. Das war ja sowieso, zum Zeitpunkt, wo ich das hier gespielt habe, habe ich das noch gar nicht gewusst, dass man die kaputt drehen kann. Und damals habe ich das wohl auch schon nicht gepeilt. Achso, die Kiste kann ich jetzt benutzen. Also, müsste, genau. So, wo bin ich jetzt? Gute Frage. Ich muss theoretisch nur nach oben, wo wir zu Sandy wechseln können. Ich weiß halt leider nicht, wo das ist. Geht's nicht noch weiter nach oben? Doch. Ich durfte nur gerade nicht mit. Bin ein bisschen blöd. Kommst du wieder runter? Ich würde da gerne hoch. Das ist nämlich genau die Stelle, wo ich hin muss. Aber ist da überhaupt die Bushaltestelle? Wo sind die? Ach nee, ach so, ja, nee, okay. War schon alles richtig, dass die Plattform da oben bleibt. Hier oben müsste auch die Bushaltestelle sein, genau. Und hier müsste, glaube ich, irgendwo was gewesen sein, wo ich immer gesagt habe, da komme ich doch gar nicht dran. Was aber entweder doch geht oder hier muss noch ein Schalter sein. Mir wurden da verschiedene Sachen geschrieben. Ich glaube aber mit dem Gleiten könnte das sogar klappen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Da hinten müsste das eigentlich irgendwo sein. Da müsste es noch einen geheimen Funwender geben, wo ich halt nie wusste, wie ich da rankomme. Geh jetzt weg hier. Mein Gott. Also schauen wir uns das einfach mal an. Wenn das jetzt das hier nicht ist, dann lasse ich das jetzt hier erstmal. Und mache erstmal das, was ich weiß. Und das gucke ich dann gleich kollektiv nach. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier eine Aufnahme wird. Je nachdem, wie schnell das halt dauert. Wie schnell das dauert. Wie lange das dauert, wie schnell das geht. War das nicht sogar das Ding hier? Wo ich nie wusste, wie ich da rankomme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ja nicht so schwer, wenn man hier den hier macht. Das habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Zu irgendeinem Zeitpunkt.
Aber komme ich da hinten an den dran? Ja, das ist... Ach, da komme ich ja nur zum Museum. Das heißt, das hier habe ich schon irgendwie so gemacht, ne? Wo ist denn das hier angeblich? Also das hat eigentlich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Irgendwas mit dem Museum. Stimmt, im Museum ist ja noch irgendwie irgendwo. Ich guck's doch jetzt direkt mal nach. Jetzt bin ich halt gerade schon im Level. Jetzt interessiert es mich. Jetzt bin ich halt auch mittendrin. Jetzt könnte ich noch irgendwie vielleicht mir ein bisschen Weg sparen. Da sind ja immer noch Sandy-Haken. Das ist natürlich ein Indiz dafür, dass da vielleicht doch noch was ist, auch wenn ich nicht weiß, wie und was und warum. Vielleicht war es aber wirklich nur für das glänzende Objekt, was in der Luft hing. Museum, okay, da bin ich doch schon mal richtig gewesen. Im Level. So, welcher ist das denn? Das ist der vierte. Swing Along Spatula. Sowas haben wir nicht, ne? Swing Along. Ne. Also was wie weiterschwingen oder irgendwie sowas. Ja. Es ist also auf jeden Fall irgendwas mit Schwingen. Das ist, weiß ich jetzt schon mal. Dann gucken wir mal. Gold Spatula 4. Ist da wo? Da. Und eine Socke. Fehlen uns hier noch Socken? Nee, ne? Das ist der eins, das einzigste, ja. Einzige, mein Gott. Gibt keine Steigerung. When you get to the rooftop with the trampoline. Ja, Digga. Das könnte wieder überall sein. Auch wenn ich keins in Erinnerung habe mit dem Trampolin. After crossing the rickety bridges, bla bla bla, hä? Glide over to that plateau. Big rock. Activate the switch. Mann, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich mir doch mal in Ruhe angucken, weil ich weiß gerade echt nicht, was genau hier abgeht. Vielleicht habe ich auch wirklich einen Schalter noch nicht gesehen. Hier kann man auch stehen. Ah, lol. Lol. Da drüben ist er auf jeden Fall. Ist das hier so gedacht? Ich weiß es nicht. Versuchen wir einfach mal hinzugleiten. Vielleicht reicht das ja von der Distanz her. Ich glaube aber nicht. No! Warum? Warum reicht das denn nicht? Wir brauchen also auf jeden Fall noch einen Haken. Wo bringt der mich hin? Ah, okay. Wir brauchen irgendwo noch einen Schalter, wie es aussieht. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall hier dieses Rooftop mit dem Trampolin. Was hier auch steht. Look at your right. That you passed as SpongeBob. Ja. Yeah. Wir müssen auf jeden Fall von hier irgendwo rüber gleiten. Verschwindet, ihr kleinen Plagegeister. Meine Güte. Ich wäre da ganz gerne wieder. Das will ich mir jetzt ganz in Ruhe angucken hier. Es ist doch eine sehr interessante Sache. Und dafür kann ich euch nicht gebrauchen. Sag mal. Meine Güte. Meinen die das da? Was soll ich denn genau machen? Go to the big rock. Was? Glide over to that plateau. Welches ist gemeint? Also, da steht ja nur, when you get. Das heißt, wir getten da von da. Ne? Oder von da? Von da. So. Das heißt, hier irgendwo müssen wir uns umgucken und irgendwas finden. Offenbar. Go to the big rock. Activate the switch. Ich weiß halt nicht, ob uns wirklich noch ein Haken fehlt, aber es wurde mir unter anderem auch geschrieben. Ja, also es fehlt ziemlich wahrscheinlich noch ein Schalter. Also ein Schalter und entsprechend hier so ein Ding, was sich da bewegen soll.
Anders kann ich das jetzt nicht interpretieren. Aber ich weiß leider nicht, wo ich hingleiten muss. Go to the big rock. Ja, danke. Das ist echt präzise as fuck. Das ist für mich ein Big Rock. Ist hier unten irgendwo ein Schalter oder was? Ich kann doch nicht wahr sein. Mann! Ach, ich komme da auch so einfach wieder hoch. Lol. Lol. Hallo, was soll denn das? Ich meine, ich kann halt von da oben an zu sehr vielen Stellen hin. Das ist halt das Problem. Und wenn ich darüber gleite, bringt mir das gar nichts, oder? Ich komme zwar dahin, aber... Ja, das ist es dann auch. Glitsch dich da irgendwie hoch. Mensch, warum kannst du das nicht? Hm. Vielleicht sprengt sich dann dieser Berg irgendwie auf und da kommt dann so ein, oder... Ich weiß halt nicht, wo das herkommen soll überhaupt. Da ist ein Schalter, ich hab ihn gesehen. Ja, das Gute ist, wir können jetzt eigentlich direkt hier hoch. Ja, direkt hat sich da mal erledigt, weil hier wieder so ein Pisser ist. War hier nicht eine Bushaltestelle? Nee, hier war nur der Karton. Blöd. Blöd. Ich wollte halt sagen, wir können dann einfach zu SpongeBob wechseln und so. Aber der ist ja echt, der ist gar nicht mal so schlecht versteckt. Gut, aber dann haben wir das erledigt. Dann habe ich das irgendwie selber rausgefunden, mehr oder weniger nicht. Hab die Direction quasi vorgegeben bekommen. Ja, wie komme ich jetzt wieder nach... Ach so. Nee, hä? Hätte er mich jetzt mitgenommen? Nimm mich wieder mit. Ich war da doch gerade schon mal. Ach komm. Dann töte ich mir jetzt halt einfach selber. Dann lande ich hoffentlich wieder irgendwo oben. Den Schalter kann ich auch mit Sandy betätigen. Ich lande natürlich nicht oben. Wo ist die Plattform bitte? Kommt jetzt mal nach oben, oder was? Ich bin doch hier schon tausendmal durch das Level durch. Ich will doch einfach nur wieder ganz nach oben. Ist das so ein Problem hier für euch? Weiter bitte. Geht doch. Ich dachte schon, die will jetzt nicht mehr. So, okay. Dann muss ich jetzt gucken, wie ich erstmal da hinkomme und den Schalter aktiviere und dann muss ich wieder hier hoch. Das ist echt aufwendig. Das war knapp. So, wo genau ist das jetzt? Das ist ja schon da drüben irgendwo. Da, oder? Ist das nicht hier oben? Hier das? Einmal drumrum? Ja, Alter. Digga! Das ist echt fies. Da ist das Ding. Komme ich nicht von hier aus auch schon da dran jetzt? Nee, das ist viel zu hoch. Schade. Macht aber nichts, weil jetzt sind wir wieder hier. Und von hier aus kommen wir ganz einfach zurück. Aber erstmal muss der sterben, weil der nervt mich. So. Gut, dann sind wir jetzt in Rock Bottom endlich fertig. Meine Güte. Also wenn wir da gleich drüben sind. Sollte aber nur noch eine ganz kurze Weile dauern. Und dann sind wir alle zufrieden. Dann haben wir 99, ne? Das müsste Nummer 99 sein. Dann fehlen nur noch die Socken, die wir noch nicht haben. Nein! Wo hält die sich denn jetzt fest? Sag mal. Ja, nö. Lass dich mal fallen. Ich will wieder nach oben. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder auf der Plattform hier. Ja, ist okay. Warum treffe... Oh, die haben so eine... Geringe Reichweite, echt. Richtig ätzend. Kann ich nicht direkt an das Ding ranschwingen? Müsste doch eigentlich klappen. Ich habe nämlich keinen Bock auf diesen nervigen Umweg. So. Euch ignoriere ich jetzt auch einfach alle. Ihr könnt mich mal. Gehen wir jetzt hier auf den Berg drauf. Wir warten jetzt schön auf das Ding hier. Haken uns dran. Und gut, ich wollte gerade sagen, ja, die erreichen mich nicht. Alter, ich hasse dieses Level einfach nur. Es hat jetzt auch spielerisch schon für so viel Frust gesorgt, aber natürlich auch vor allem technisch. Weißt du was, du Arsch? Du stirbst jetzt einfach direkt. Hm?
Sandy, du bist einfach. Die ist nicht schlau. Das ist kein schlaues Eichhörnchen. Die ist einfach nur dumm. Ich meine, wer baut allein schon eine Luftkuppel unter Wasser? Was soll denn so ein Scheiß? Der hat irgendeiner einfach ganz kräftig ins Gehirn geschissen. Das kann man ja nicht anders mehr sagen. So. Ne, Moment. Ich muss den erstmal töten, weil sonst fuckt er mich gleich wieder ab. Und das kann ich halt absolut nicht gebrauchen. So. Die anderen können mich nicht mehr erreichen. Die sollen mir jetzt einfach wegbleiben. Ah, so. Jetzt muss ich wirklich nur noch an den Haken ran und alles ist gut. So, meine Güte. Das glänzende Objekt kannst du auch behalten. So, sehr gut. 99 Pfannen werden damit fehlen, nur noch 9 Socken. Genau. Und wo die sind, das werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Jo. Innenstadt habe ich jetzt gemacht, genau. Das heißt, es fehlen jetzt noch 3 in Bikini Bottom, einer im Seetangwald und 5 in den Quallenfeldern. Und ich würde mich dann als nächstes in den Seetangwald wahrscheinlich begeben. Oder machen wir das jetzt noch schnell? Ich glaube, das können wir auch jetzt noch schnell machen. Den Seetangwald machen wir vielleicht jetzt noch. Ich gucke mal, in welchem Bereich sich das befindet. Ja, gut, aber das muss ich eigentlich nachgucken. Nein, ich glaube, das machen wir in einem neuen Part dann. Ja. Machen wir das. Bis dahin. Tschüss.